Und jetzt gemeinsam mit unseren Zuschauern und Zuschauern zu Hause auf die Nominierten in der Kategorie Musik. Nominiert ist Nathan Evans. Der schottische Postbote stellte den Shanty Wellerman ins Netz und die Welt stimmte mit ein. Comeback des Jahres. Die No Angels sind wieder da und klettern mit ihrem neuen Album gleich mal auf Platz 1 der Charts. Der Star aus Erfurt, Clouseau. In seinem Song Leider Berlin geht's nicht um die Hauptstadt, sondern um die Liebe zur Heimat. Große Hymne. Singer-Songwriterin Zoe Wies. Sie gilt aktuell als der aufregendste deutsche Exportschlager und macht sich auf, mit ihren Songs die Welt zu erobern. Er ist wieder auf der Überholspur, Vincent Weiss, mit seinem ganz persönlichen Album Vielleicht irgendwann ging's an die Spitze der Charts. Ja, das sind die Nominierten in der Kategorie Musik, meine Damen und Herren. Und die Entscheidung verkünden wird eine tolle Frau, eine liebe Kollegin, die schon von Berufswegen sich sehr gut mit Musik auskennt, viele Künstler persönlich kennengelernt hat, denn sie hat Sing Mein Song, die Künstlerstories moderiert, hat viele persönlich getroffen. Heute Abend ist sie hier bei uns, ist bei der Goldenen Henne zu Gast. Guten Abend, Annie Hoffmann. Guten Abend. Na? Na, schön, dass du da bist. Ja, doch, danke gleichfalls. So, liebe Annie. Ist fast Soll ich mal abstellen? Bitte, unbedingt. Das ist der Umschlag. Hier ist die Entscheidung versteckt. Hast du eine Ahnung, einen Tipp? Darfst du jetzt nicht sagen, macht's nicht spannender. Nee, ne? Ich habe eine Ahnung, ich habe einen Tipp und ich weiß, okay, wer es ist. Aber ich lese und einfach alle vor. Und alle Nominierten haben viele Fans hier im Saal. Das haben wir schon gehört und natürlich zu Hause sowieso. Also, lass es raus. Wer hat gewonnen in der Kategorie Musik? Die Goldene Henne geht an. Gewonnen hat Vincent Weiss. Ich kann es kaum. 2019. Vincent Weiss schreibt ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Sensationelles Album, sensationelle Tour. Doch dann Corona, Pandemie, Lockdown. Alles auf Stopp. Er zieht sich zurück, denkt nach über sich und die Welt, reflektiert und es entsteht ein neues Album. Vielleicht irgendwann. Das ist das erste Album, bei dem wir eigentlich alles, was an Kreativprozessen ist, alles hier im Song gemacht haben. Und alles aus unserer Fehlerstand. Es sind 15 ganz persönliche Songs entstanden. 15 Songs und ein großer Wunsch. Ich will, dass es wird, wie es mal war. Ich zähl die Minuten, bald ein ganzes Jahr. Ich will, dass es vielleicht irgendwann steigt auf Platz 1 der Charts. Ich glaube, sowas schafft man, wenn überhaupt, vielleicht einmal in seinem Leben. Das Duett mit Johannes Oerding, Die guten Zeiten, wird in Deutschland zum Song der Fußball-EM. 2021. Vincent Weiss schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Die Goldene Henne Musik geht zum zweiten Mal an Vincent Weiss. Ich drück dich auch. Danke. Du hast dich aber für heute Abend auch schick gemacht, muss man sagen. Also insofern. Hey, ich kann nicht anders.
Ja. Ich kann nur das. Ist ja okay. Du hast ja aber nicht gut damit gerechnet, dass du ihn kriegst. Nee, siehst du doch. Das habe ich mir, glaube ich, vor 2 Jahren auch schon mal gehört. Ja, du hast vor 2 Jahren hier schon mal die Goldene Henne gewonnen. Meiner Zeit beim... Ja, aber beim, verdient, liebe Anni. Ich sage noch ein paar Worte und dann kriegst du die. Soll ich dir? Möchtest du sie festhalten zur Sicherheit bis dahin? Ja, doch. Wenn man das aber noch nicht hochheben, ne? Nur so. Schieß los. Okay. Ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie du. Lieber Vincent, vor 2 Jahren hast du deine erste Goldene Henne bekommen. Und dieses Jahr gibt es schon wieder eine. Und normalerweise bei anderen Preisen würde man denken, fällt dir niemand anderes ein? Aber natürlich ist das bei der Henne anders, weil da entscheidet keine Jury, sondern das Publikum. Und das Publikum liegt niemals falsch. Du bist echt. Du bist echt talentiert und du bist echt fleißig. Du gibst immer wieder dein Bestes und arbeitest jeden Tag hart. Ich fange gleich an zu heulen. Und genau das gelingt dir bei jedem Konzert, mit jedem Song und jedem Album. Ich freue mich unfassbar, dir gleich deine zweite Goldene Henne überreichen zu dürfen. Und ich freue mich mindestens genauso später, mit dir die Bar leer zu trinken. Ich weiß, du kannst beides. Deine Stimme und deine Texte berühren mich immer wieder aufs Neue. Zu deiner Musik kann ich tanzen und träumen. Dich auf der Bühne zu erleben, den Schalk im Nacken, dein Lächeln im Gesicht, das macht unfassbare Freude. Dir zuzuschauen, wie du Dinge erlebst und an ihnen wächst, ist mindestens genauso schön. Bei den Sing Mein Song Dreharbeiten durfte ich verschiedene Vincents kennenlernen. Den Leisen, der mit seinen Kopfhörern in der Ecke steht, der sich von allem zurückzieht, eine Auszeit nimmt und reflektiert. Und den Lauten, der uns alle unterhält und mit dem man wirklich über jeden Scheiß lachen kann. Man kann gar nicht anders, als dich zu mögen. Ich wünsche dir, dass du immer wieder genießen kannst, was du mit deiner Musik erreichst. Dass du nie den Spaß an deiner Arbeit verlierst und der Vincent bleibst, den wir alle so gern haben. Die guten Zeiten, lieber Vincent, die sind nicht vielleicht irgendwann. Die guten Zeiten sind jetzt. Die Goldene Henne in der Kategorie Musik geht an Vincent Weiss. Gut, 2 Menschen, die heulen auf der Bühne. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie die Situation zu Ende gegangen wäre, wenn wir alle nicht dabei wären. Das war sehr intensiv. Warte mal, Joko hat gerade am lautesten gelacht. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Vincent! Vincent, ja. Ich meine, ja, bitte. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank für die tolle Rede. Vielen Dank für den wunderschönen Preis, den ich das zweite Mal nach Hause nehmen durfte. Ich habe heute in einem Interview gesagt, ich habe schon einen haben dürfen 2019. Das ist eine riesengroße Ehre. Das ist der Publikumspreis. Das Publikum ist das, was uns Künstler ausmacht. Wir leben fürs Publikum, wir leben von Publikum und wir durften jetzt Jahre, für mich sind es Jahre, monatelang, 20 Monate wurde gesagt, nicht vor Publikum auftreten. Dass wir jetzt wieder vor Publikum stehen dürfen, hier in diesem wunderschönen Abend, ist schon mal der erste geile Schritt, der also unfassbar viel Spaß macht. Ich hoffe, ihr alle habt einen wunderschönen Abend, der noch hoffentlich so lange, wie die Bar Getränke hat, heute Abend ausgehen wird. Ich darf das zweite Mal diese riesengroße Ehre haben, so einen Preis von Haus zu nehmen. Ich bin zum zweiten Mal nicht fachgemäß angezogen, wie ich den Gelächter entnommen habe. Aber ich glaube, es gibt viele Dinge, die werden sich ändern. Das ist wahrscheinlich einmal mein falsches Auftreten im falschen Moment. Aber auch die Liebe zu meinen Fans, denen ich alles verdanken habe. Also vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Preis. Danke, dass ihr das möglich macht. Danke nochmal für die schönen Worte. Ich hätte es jedem gegönnt, der heute nominiert wäre. Nominiert war, Gott, weil ich habe so ein Ding schon, aber und deswegen dachte ich, vielleicht müssen die anderen auch mal einen bekommen, aber ich nehme auch gerne einen zweiten und ich freue mich auf die nächste Verleihung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Geil. Ich möchte ein Satz noch, das ist mir wichtig. An deinem Auftreten gibt es nichts auszusetzen. Wir gehen nur mal zusammen Anzug kaufen. Ja? Das ist alles gut, alles gut. Mehr müssen wir nicht dazu sagen. Wo ich in deine Garderobe gegangen bin und da hingen
50, 60 Anzüge. Und ich wollte mir, einen aussuchen. Und sie haben dir alle nicht gepasst, ja. Es war das Problem. Nicht. Aber ich wollte auf ein anderes Thema noch hinaus. Wir haben ja gerade einen kurzen Ausschnitt auch gesehen von deinen Videos. Du bist ja wahnsinnig kreativ, lässt dir immer wieder besondere Sachen einfallen. Und man muss ja sagen, Erfolg ist ja manchmal auch einfach und planbar. Es gab ja da ein Video, da haben wir gerade sehr viel Grün im Hintergrund gesehen. Und da hast du sehr viele gute Freunde angerufen, hast gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust mitzuspielen? Und bumm, war das Ding auf eins. Ne, Joko war dabei zum Beispiel. Das Gute ist, alle haben doch direkt geantwortet, außer Joko. Bei allen kam zurück, ey, kein Problem, ich komme gerne vorbei. Bei Joko kam zurück, kannst du mal bitte meiner Managerin schreiben, dass deine Managerin schreibt, dann mache ich vielleicht Termin aus. Ich so, Alter, okay. Ich wollte nur fragen, ob du Montagabend nichts vorhast. Und dann war er da so was ein riesenoffizielles Ding gemacht, das ich nicht erzählen soll. Dann halte ich die Klappe und schicke euch nachher den Chatverlauf. Den Rest. Das zeigst du bitte auch nicht. Den Rest klärt ihr vielleicht später. Ich wollte noch auf eine Sache hinaus. Was singst du denn gleich für uns? Du musst ja unbedingt was singen. Was singst du? Ich denke gerade an das Video. Apropos Video. Ich singe natürlich den Song, bei dem wir alle mitspielen durften oder alle mitgemacht haben. Es waren, ich glaube, unzählige Freunde von mir dabei. Ihr seht in dem Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch Kai in Aktion, ihr seht Joko in Aktion und jetzt seht ihr gleich Song live. Mhm. Und der ist Wer, wenn nicht wir. Okay. Leute, vielen Dank für die Hände. Ich wollte nur kurz darauf hinaus, falls Joko spontan Lust hat, in die Nummer einzusteigen gleich. Er hat ja da eine sehr prägnante Szene im Video gehabt. Guck mal, zeig das doch mal. Haben wir das? Die haben wir doch bestimmt. Die können wir doch bestimmt kurz zeigen, die Szene, oder? Warte. Guck mal hier, da. So ungefähr sah es aus. Ja? Ah. So, Vincent, ab auf die Bühne. Ich befürchte, ihr seht euch nachher noch. Also, ab auf die Bühne. Die Kollegen warten, die Band wartet. Die haben ja einen Anteil an dieser goldenen Hünne. Ja? Stell sie nach vorne, Vincent, stell sie nach vorne, dass man sie irgendwo auch sieht. Ja? Oh, Mann, als ob er das erste Mal im Fernsehen ist. Ja? Vincent Weiß, meine Damen und Herren, wer, wenn nicht wir? Sind Fragen da, hast du einen Plan? Kannst du zu viel, bin ich spontan? Und machst du zu, geh ich offen damit um. Fühl ich mal zu hoch, fängst du mich ein? Über meinen Schatten springen wir zu zweit. Hätt nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh. Ist schwer, nimmst du es leicht? Für dich ist mir kein Weg zu weit. Und steh ich Kopf, drehst du mich wieder um. Und ich fang alles ab, bevor's dich trifft. Bin ich übermütig, bist du vorsichtig? Was sich auch ändert, es ändert nichts an uns. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh. Sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Wer, wenn nicht wir, gehen zusammen durch alle Zeiten, was auch passiert, wir beide bleiben, wir bleiben, sag mir wo. Dass die kleinen Dinge reichen, dass die Leichen mit dir.
Zeichen mit dir. Dankeschön! Die kommen in den Himmel! Yo! 2021 in der Kategorie Musik für Vincent Weiss und Band. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.